So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 42. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Magdeburg. Und damit herzlich willkommen heute zum nächsten Part in der Transferphase des Sommers, des Aufstiegssommers, wenn man so will, Freunde. Ihr wisst, wir befinden uns in den Vorbereitungen bezüglich der zweiten Liga, durch die wir uns durchfighten wollen. Und wir haben jetzt noch knapp, ja, so knapp 2 Wochen, mehr sogar als 2 Wochen, Zeit uns, um nochmal den ein oder anderen Transfer zu kümmern, bis es dann losgeht gegen Holstein Kiel, Freunde. Ich bin sehr gespannt. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich freue mich über euren Support und vielen lieben Dank für die ganzen Vorschläge im letzten Part. Da waren ein paar coole mit dabei, auf die ich jetzt nochmal eingehen will. Ihr wisst ja, dass wir transfertechnisch aktuell noch so ein bisschen hier und da mal gucken wollen, dass wir uns verstärken. Wir wissen immer noch nicht genau, ist jetzt das System, mit dem wir letztendlich auch spielen wollen und so weiter und so fort. Heißt, noch viele, viele Fragezeichen im Kader und allgemein. Aber ihr habt mir ein bisschen weitergeholfen. Ich mache es jetzt einfach mal der Reihe nach, beginnend mit einer Frage, die ich glaube ich nochmal mit einer, ja, mit einer Umfrage letztendlich vollständig klären möchte. Heißt, klickt auf jeden Fall mal oben rechts auf das i, auf die Information und stimmt da gerne ab. Es geht um die Stürmerposition. Ich habe gelesen, das war glaube ich auch der Kommentar mit den meisten Likes, nichtsdestotrotz will ich das nochmal abklären und euch alle fragen. Und zwar, wir wollen ja mit einem Doppelsturm spielen. Amang, würde ich sagen, ist auch relativ fix, einfach weil der nochmal die Prise Pace und Co. mit reinbringt. Jetzt ist aber die Frage, spielen wir das Duo Beck Amang oder spielen wir das Duo Lowcamper Amang? Beck, der natürlich so langsam ein bisschen ins Alter gekommen ist, deswegen fand ich das Argument ganz gut, der mittlerweile natürlich nicht mehr so das Megapotenzial hat, den man dann vielleicht eher als Einwechselspieler bringt. Einen Lowcamper, der da natürlich durchaus nochmal, wenn wir ihn uns mal ganz kurz anschauen, mit seinen 23 Jahren durchaus mehr Potenzial hat, gar keine Frage. Oder eben einen etwas erfahreneren Beck, was in FIFA halt gar nichts bringt, aber ihr wisst ja, wie wir die Karriere spielen. Dementsprechend, ich bin mir noch unschlüssig. Ich würde sagen, ich nehme einfach das, was die meisten, also was gewinnt, was die Mehrheit hat. Heißt entweder Amang Lowcamper oder Amang Beck. Das ist die Frage, stimmt da gerne ab oben in der Umfrageoption. Einfach aufs i klicken und dann könnt ihr da teilnehmen. Bin ich sehr gespannt. Ich lasse jetzt trotzdem erstmal Beck vorerst drin hier, so wie wir es gerade hatten. Dann haben wir uns drum gekümmert, in der letzten Folge, für alle, die es nicht gesehen haben, haben wir uns ja einen Spieler geholt, nämlich den guten Herrn Maresic, 18-jähriger österreichischer Innenverteidiger mit durchaus Potenzial. Den haben wir uns da nochmal hingekloppt, damit wir auch da nochmal einen Ersatz haben. Fand ich eine coole Idee und glaube ich passt auch soweit ganz gut, vor allem nachdem wir das hier erfahren haben. Schäfer, bittere Pille, fällt ja da durchaus ein bisschen länger aus. Aber da kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Und wir haben ja uns doch zusätzlich, dadurch, dass wir in der letzten Saison die Dreierkette gespielt haben und jetzt ja die Viererkette, brauchen wir noch den ein oder anderen Außenverteidiger. Jetzt habt ihr mir geschrieben, Schlappi, wir haben doch da jemanden in der Jugend. Und den werden wir uns holen. Plus noch dazu haben wir durchaus einen starken Linksverteidiger, der früher mal durchaus Linksverteidiger war, nämlich Niemeyer, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Heißt, ich werde das vorerst wahrscheinlich mal so machen, dass sich Niemeyer vielleicht sogar standardmäßig als Linksverteidiger einplanen. Hatten wir jetzt zum Teil auch, als wir dann in-game manchmal auf die Fünferkette umgestellt haben. Sprich, durchaus eine Option, mit Niemeyer auf links zu gehen. Ich werde jetzt hier nochmal ganz schnell von mir aus den Herren Eisfeld reinstellen. Und euch nochmal ganz kurz was zeigen, was ich nämlich mit dem Jugendspieler meine. Das heißt, wir hätten Stand jetzt einen, was hat jetzt nochmal Niemeyer? Ich glaube, eine 68, genau, einen 68 gerateden Linksverteidiger. Offensiv angehaucht, was ich gar nicht so schlimm finde, um Gottes Willen, sogar eher positiv. Plus noch dazu in der Jugendakademie unseren Linksverteidiger namens Tom Bergmann mit 16 Jahren und einer 63. Heißt auch nochmal ein ordentlicher Backup. Klar, keiner für die Stammelf, um Gottes Willen, aber durchaus ein ordentlicher Backup als Linksverteidiger. Plus der ein oder andere IV, auch zur Noten Maresic und so, können ja auch mal auf links ausweichen. Das würde heißen, wir wären soweit mit der Linksverteidigerposition schon mal eigentlich ganz gut, stehen wir ganz gut da und müssten uns jetzt erstmal nur noch um einen Rechtsverteidiger kümmern. Deswegen, ich werde den Kollegen ins Profiteam übernehmen. Ich gucke jetzt mal ganz schnell durch, aber da war es soweit jetzt nichts krass Interessantes, was wir nochmal mit reinhauen. Das passt. Das heißt, der Tom Bergmann akzeptierte den Vertrag. Das ist wunderschön. Er will uns was beweisen, das freut uns. Und dann passt das. Kann ich mal ganz kurz nochmal draufgehen, wenn ich jetzt hier suche, dann kommt er. Das ist er, Freunde. Also das erste Jugendtalent, oder? Nicht mal. Wir haben natürlich Schneider noch und wir hatten ja noch den Meier. Die haben auch schon hochgezogen. Aber jetzt also auch der 16-jährige Bergmann, unser 2-Meter Brocken. Kann sogar LV und RV spielen. Das ist auch sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Aber ist jetzt vorerst mal auf links eingeplant. Und auf rechts, wie gesagt, haben wir halt aktuell ja den Herrn Butzen, der kann da auch spielen.
Allerdings auf beiden Positionen eher mit Offensiven, weiß ich nicht. Also da würde ich ganz gerne nochmal einen gestandenen Rechtsverteidiger holen, der da wunderbar spielen kann und da hinpasst und da defensiv abräumt ohne Ende. Das will ich auf jeden Fall tun. Sonst ist mir das ein bisschen zu kritisch, als Aufsteiger in die Zweitligasaison reinzugehen und die Defensive ist gut, aber nicht so ganz und überhaupt, da will ich mich auf jeden Fall nochmal verstärken und das werden wir auch tun. Heißt, der Blick geht hin auf einen Rechtsverteidiger, den wir uns nochmal holen wollen. Das heißt, ich werde das auch nochmal eben schnell im Büro nochmal als Anweisung mitgeben. Da haben wir ja eingestellt, dass wir Innenverteidiger suchen, die jetzt auch hier gekommen sind. Innenverteidiger in EA-Sinne als Außenverteidiger. Unter anderem auch ein paar vereinslose Spieler, da werden wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen. Luke Shaw wird mir hier vorgeschlagen, wollt ihr mich verarschen? Jan-Niklas Beste, was ist das denn für ein geiler Name, Beste? Und wir werden hier natürlich, ich kenn's nur, nee, hier kommen die Rechtsverteidiger, ich wollte gerade sagen, nur Linksverteidiger vorgeschlagen. Das heißt, ich kann auch eigentlich soweit mal so ziemlich jeden Linksverteidiger hier rausnehmen, mache ich jetzt auch mal schnell. Weil da bin ich dann soweit eigentlich ganz zufrieden. Dann gucken wir uns mal die Rechtsverteidiger an. Ob es da irgendwie Sinn macht, den einen oder anderen zu scouten. Ciao, Pedro Gancinho Guedes. Kann ich mal beobachten, den Kerl. Sucht einen neuen Verein. Ciao, Rafferty. Und Benedikt Salzor. Nee, Benedikt Zaller. Können wir von mir jetzt auch nochmal hier beobachten. Schauen wir mal, was da uns vorgeschlagen wird. Okay, dann werde ich jetzt nämlich aber nochmal trotzdem reingehen und den Auftrag hier, ich hoffe, der wird da nicht gelöscht. Auftrag bearbeiten, sehr schön. Dann mache ich da jetzt mal den Rechtsverteidiger draus. Und dann passt das. Sehr schön. Ach nee, hat er jetzt doch irgendwie zumindest hier mal rausgelöscht. Aber ist okay. Da werden wir mal schauen. Wir haben auch noch einen weiteren Rechtsverteidiger mit im Blickfeld gehabt, den ihr mit vorgeschlagen habt. Das war der, wie hieß der jetzt nochmal, der gute Mann? Schröter, genau, er hier, oder Schröter. Wird aktuell noch gescoutet, wenig nochmal auf links. Aber wie gesagt, da passt das soweit. Heißt, da werden wir uns drum kümmern. So, Freunde, heute gibt es hier unfassbar viel anzusprechen. Nicht so viel ist es gar nicht mehr. Das Letzte, was ich nochmal ansprechen wollte, und dann gehen wir mal ein paar Tage voran. Ich weiß noch nicht, wie lang der Part heute wird, wie wir das heute genau angehen werden. Und wie wir das Ganze machen werden, weil ja, ich gehe nochmal kurz rein in den Kalender, das Spiel gegen Kiel doch noch ein bisschen weg ist. Ich will jetzt nicht einfach simulieren, nur um hier noch in dem Part ein Spiel drin zu haben. Und die ganze Transferphase, die Hälfte schon mal, die wir noch übrig haben, schon mal verstreichen lassen. Müssen wir mal schauen, je nachdem, wie es sich ergibt. Je nachdem, wie es sich ergibt, vielleicht wird es heute mal ein etwas kürzerer Part. Aber das ist ja bei mir eher die Ausnahme. So, und zwar wollten wir uns nochmal kurz um die vertragslosen Spieler kümmern. Da muss ich jetzt selber nochmal reinschauen. Aber ich glaube, das konnte ich hier einfach einstellen. Freie Spieler. Ich gucke jetzt einfach mal, wir wollten ja ein bisschen deutsche Spieler in unsere Transfers mit einbinden. Da kriegen wir sogar zwei. Einmal Felix Schiller. Ha! Kennen wir den nicht sogar? Und Marius Schnatterer, Freunde. Kann ich mal beobachten. Hat jetzt zwar aktuell keinen Wert für uns. Aber ist okay. Dann nehme ich die nochmal raus. Halt, dann mache ich einfach mal nur freie Spieler. Schauen wir mal, ob uns da irgendeiner, ob da irgendeiner gut ist. Ach ja, Alter können wir nochmal ein bisschen einstellen. Ich sag mal maximal 30 zumindest. Maximal 30. So, dann haben wir zumindest schon mal die ganzen, ganz, ganz alten Oldies weg. So. Ich mach's mal der Reihe nach. Also, Torhüter-Position bin ich ja eigentlich soweit zufrieden. Da haben wir einen 19-Jährigen. Da haben wir nochmal einen Kanadier. Aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. Da wird's jetzt schon mal vielleicht dann ein bisschen interessanter. Wenn's um die Rechtsverteidiger-Position wieder geht. Den Ciao Pedro Gancinho Guedes, den sind wir ja schon am Scouten. Sonst kommen natürlich wieder nur Linksverteidiger und Innenverteidiger, man kennt's. Pritam Kotal haben wir am Start. Aber wie gesagt, ich will ja eigentlich ein bisschen mehr über junge deutsche Talente gehen, so. Das ist ja so ein bisschen das, was wir vorhaben. Das passt da eigentlich nicht ganz. Schauen wir nochmal kurz Mittelfeld, ob es da nochmal was Interessantes gibt. Wieder ein Pritam. 19 Jahre Mohamed Rafike. Warum sind da eigentlich so unendlich viele Inder immer drin? Also nichts gegen Inder, um Gottes Willen. Aber immer, wenn man bei den freien Spielern schaut, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist. Da sind so unfassbar viele Inder immer drin. Vergleichsweise dafür, dass ja man jetzt sonst nicht so viele Inder irgendwie auf der Transferliste oder bei irgendwelchen Vereinen sieht. Wahrscheinlich genau deswegen, weil die immer vereinslos sind. Wahnsinn. Ross McKay. Ui, der sieht gar nicht schlecht aus. Können wir mal scouten. Der sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich jetzt nicht bereit, großartig irgendwelche Sperenzchen zu machen. Das passt. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Es kam auch noch der Vorschlag, ob man sich nicht vielleicht von einem Ludwig trennt.
In der Offensive dann nochmal. Wir müssen jetzt echt mal gucken, wie wir das Ganze angehen. Also, lieber ist der Kader diesmal sogar ein Ticken zu groß als ein Ticken zu klein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist an sich kein Thema. Dementsprechend würde ich ihn erstmal behalten und dann einfach mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt, wie wir da klarkommen. Am Ende verletzt sich noch irgendeiner dumm, man kennt's. Dann müssen wir da wieder reagieren. Gucken wir mal. Ach ja, apropos Trikotnummern können wir auch nochmal schauen. Transferangebot für Lappe Fürth. Ja, ganz genau, meine lieben Fürther Freunde. Also, ihr könntet mich aber mal kreuzweise, ja, Freunde. Angebot ablehnen, natürlich. Unser 25-jähriger Lappe bleibt schön bei uns. Vor allem nicht nach Fürth. Seidel wollte ich auch hier nochmal ablehnen. Das ist ja unser zweiter Keeper. Das passt, wenn überhaupt, dann noch Psychos, den ich loslassen wollen würde. Im Notfall oder im Fall der Fälle, wenn gut geboten wird. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz rein. Aber ich habe doch schon alle Spieler angepasst, oder? Bam, habe ich die schon? Psychos hier? Nee. Den habe ich gar nicht auf die Transferliste gepackt. Ich meine, muss ich ja auch nicht. Aber könnte man theoretisch. Das Problem ist halt, ich weiß echt nicht, wen ich da großartig verkaufen soll. Also Amang, Beck, Lowcamper, Düker, vor allem wenn wir in der Doppelspitze spielen, brauchen wir alle. Ganz klare Geschichte. Mit Lowcamper sollten wir übrigens vielleicht auch nochmal verlängern demnächst. Charhead, ja gut, der ist halt so ein bisschen im System an sich verloren, wenn er ein Flügelspieler ist. Aber ihr seht, er kann auch als ZOM ran, dementsprechend passt das. Das heißt, wir haben aktuell 1, 2, 3, 4 ZOMs. Plus, wir haben ja noch die LMs und RMs. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler praktisch, die auf zwei Positionen spielen sollen. Wobei, Niemeyer müssen wir mit rausrechnen. Einen Lang, einen Meier, einen Schneider kann man eigentlich auch was nochmal rausrechnen, weil die werden da gar nicht großartig erwarten und die werden auch nicht spielen. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, Butzen, Türpitz, Schwede, Bigalke, Eisfeld, Ludwig, Child. Das dürften 7 sein, wenn ich jetzt gerade richtig mitgezählt habe. Ich hau ihn mal, komm, ihr habt es mir geschrieben, ich hau ihn mal auf die Transferliste. Wir werden aber schauen. Wir werden aber gucken, ob wir das machen. Zentral-defensives Mittelfeld bin ich zufrieden, Linksverteidiger passt dann jetzt, wie gesagt. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch fast einen Rechtsverteidiger. Dann bin ich soweit erstmal wirklich zufrieden, was den Kader angeht. Aber da müssen wir jetzt erst nochmal abwarten. Jetzt gehen wir erstmal gleich rein, machen ein bisschen Training. So, Abschlussbericht zu Kamil Joschwiak. Gucken wir uns auch nochmal gleich an. Transferrating geht auch nochmal ein bisschen nach oben. Na komm. Ha, ich habe doch schon lange auf Stoppen gedrückt, Menschenskinder. Ja, sag einmal, Mensch. Das ist ja Freunde. Na also, jetzt kommen erstmal nochmal ein paar Nachrichten rein. Monatsbericht Jugendmannschaft. Interessiert mich jetzt erstmal nicht. Nürnberg ist daran, interessiert jetzt aber der Club und führt alle, kommen wir ja auf uns zu hier. Weil, möchte ich aber auch nicht verkaufen, werde ich auch nochmal ablehnen. 670.000, da steht bis 800, ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert, ihr seht, der kann ja da auch nochmal als Rechtsverteidiger ran. Werde ich auch ablehnen. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Kamil Joschwiak, gucken wir uns jetzt nochmal an, wenn man den überhaupt zurück ausspricht. 64 RM, aber ja, wie gesagt, kann mag ein guter Spieler sein, aber interessiert uns jetzt vorerst mal nicht. Wenn, will ich einen guten defensiven Verteidiger, Außenverteidiger, keinen noch offensiveren. Wir gehen jetzt nochmal hier rein in die Defensive. Und dann werde ich hier nochmal den Maresic mit reinnehmen. Da ist er. Machen wir einfach mal schwer. Und ist der Bergmann ist auch noch nicht drin. Das heißt, dann nehme ich den Steiner hier raus. Warum auch immer der bei den Defensiven mit drin ist. Halt, jetzt habe ich nochmal Maresic genommen. Außenverteidiger Bergmann, also. Und dann geben wir dem auch nochmal schwer mit. Empfohlen? Das wird empfohlen? Dribbling, Beweglichkeit, Ballkontrolle, Ausdauer? Ich meine, ist jetzt nicht so schlecht, aber ich hätte gedacht, ja gut, nehmen wir. Passt, simulieren das Ganze mal. Und dann gucken wir. Dem könnte man sogar 2 Slots geben. Lang macht auch nochmal einen Fortschritt, geht hoch auf eine 56, Seidel steht kurz vor der 63, überragend, sehr, sehr schön. Ach, das muss ich ja jetzt wieder hier speichern, ne? Oh, das ist auch dumm, dass man das nicht überschreiben kann, außer ich stelle mich irgendwie an. Das kann auch sein. Egal, geht ja nicht lang. Defensive. So, zack, okay, passt, wunderbar, sehr schön. Dann haben wir das auch soweit nochmal drin. Und dann werde ich jetzt nochmal die letzten Tage vorangehen, Jungs. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Match gegen Kiel heute machen. Aber wir schauen mal, was jetzt noch reinkommt. Wir werden jetzt gleich nochmal die Angebote überprüfen und die Spielervorschläge auf der RV-Position.
kriegen hier nochmal einiges rein. Transferangebot für Beck 1,5 Millionen Teneriffa. Ui. Beck nochmal ganz entspannt zum Ende ab nach Teneriffa. Alter, 1,5 ist halt schon ordentlich, ne? Da sein Marktwert zwischen 790 und 1,15 Millionen liegt, könnte es eventuell noch einen besseren Deal vereinbaren. Ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht, ob man das hier sieht, aber ich glaube, das sieht man jetzt hier nicht auf die Schnelle. Ich glaube sogar, sein Vertrag läuft gar nicht mehr so lang. 1,5 Millionen. Aber wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Und ein Beck will da nicht hinwechseln. Ich werde es ablehnen, Jungs. Das ist ein starkes Angebot, aber wir brauchen einen Beck. Das ist die Identifikationsfigur schlechthin bei uns. Den werden wir nicht verkaufen. So, Sebastian Vassiliadis. Als RM am Stissel. Okay. ZDF wollten wir uns ja auch nochmal anschauen, aber eher nochmal zweitrangig. Aber würde ich gerne auch nochmal einen mitnehmen. Da ist dieser Menik als LV, aber das ist in Ordnung. Da haben wir jetzt, da sind wir zufrieden. Schröter, der wird jetzt interessant. So. Rechtsverteidiger. Mit 22. Der sieht nicht schlecht aus, Jungs. Überall so im guten Mittel. Ausdauer 67. Sprintgeschwindigkeit 70. Ballos 72. Andre 82. Was haben wir denn jetzt hier noch? Grätsche 62, faire Zweikämpfe 66, Passspiel ist okay. Also den könnte man durchaus mitnehmen aus der dritten Liga, den Schröter. Ein bisschen ranführen da. Da hätte ich durchaus Bock. Rafferty wird noch aktuell gescoutet. Hier Buchter ist noch mit dabei. Das sind jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute, die durch den Scout mit reinkommen. Vertrag läuft aus. Oh, den können wir wieder an sich relativ günstig kriegen. Na? Wobei, wie alt ist der? 22, okay. Der würde mir das schon ganz gut taugen. Max Christiansen, das war jetzt nochmal einer der ZDMs, ne? Genau. 2,8 Millionen. 21, das ist halt schon ordentlich, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie es dann am Ende preistechnisch aussieht. Meffer 2,6. Oh, der sieht schon auch bombastisch aus hier für unseren Verein. Und Marcel Melem haben wir uns gerade angeschaut. Das wäre der eher schwächste von allen. Okay, ich würde ihn erstmal rauslöschen. Also wenn ich zwei von den drei kriegen würde, wäre stark. Was haben wir jetzt nochmal Stand jetzt als Transferbudget? Was haben wir da nochmal? 3 Millionen. Okay, das könnte auf jeden Fall durchaus reichen. Ich gehe jetzt nochmal ein paar Tage voran. Inter Mailand verhandelt mit Bayern über Kimmich-Wechsel. Uiuiui, okay, da geht's auch richtig zur Sache, Freunde. So, dann werde ich jetzt hier nochmal kurz stoppen. Gehe nochmal kurz rein in die Spielentwicklung. Und dann kümmern wir uns um die Transfers und schauen mal, ob wir die zwei uns schnabulieren wollen. Also. Trainieren nochmal die Defensive, machen wir nochmal gleich hinterher. Schauen wir mal, ob Bergmann und Maresic schon mal Schritte voran machen. Leider noch nicht so ganz, ein klein wenig. Heinke geht dafür hoch auf eine 72. Boah! Und ist schon wieder auf dem halben Weg zur 73. Der Wahnsinn, dieser Heinke. Heftig. So, Rating ist schon mal bei einer 70. Das ist auch schön. Und wir kriegen nochmal kurz ein bisschen was zum monatlichen Scouting-Update. Allerdings ist das der Stöckli, Freunde. Leonardo Stöckli. Lukas Meyer und Nico Steiner, das ist alles, ja, zum eher Vergessener. Das können wir erstmal löschen. Ah, nee, jetzt habe ich beides gelöscht, ne, ich Idiot. Ich glaube, wir haben zwei Scouting-Berichte gerade bekommen. Jugendstab. Nee, das wird noch eingerichtet, dann ist alles gut. Obwohl? Kommt da was? Benjamin Schmidt sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber da werden wir erstmal warten. Da ist noch nichts Krasses mit dabei. Okidoki, dann lass uns doch jetzt mal um die wichtigen Dinge kümmern, meine Damen, meine Herren. Wir gehen jetzt nochmal rein in das wunderschöne Transferfenster, gehen auf die Aufträge und gucken uns jetzt mal die Rechtsverteidiger an, die hier mit drin sind. Das sind jetzt die vorerst mal gescoutet wurden. Ich werde jetzt einfach mal da durchschnabulieren. Ah, der ist verliehen, dann kann ich das erstmal beenden. Und werde jetzt da erstmal einen nach dem anderen durchscouten lassen. So viele sind es am Ende gar nicht. Ein Tag noch zum Teil. Werde jetzt die einfach mal durchscouten lassen. Und dann gucken wir mal, aber dieser Schröter, den finde ich gar nicht so schlecht zum Start. Das könnte man durchaus machen. Lass uns nochmal kurz gucken in den Kader. Erdmann Roter. Was machen wir auf der ZEM-Position? Den 21-Jährigen. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Hätte ich durchaus Bock. Dann war aktuell Lappe. Erdmann Roter. 3, ne? 3 richtige ZDMs, genau. Lang ist ja noch ein langer Weg hin, bis der da reinkommt. Ich glaube, wir müssen uns da echt noch einen holen. Das müssen wir tun, Jungs. Ich glaube, das werde ich auch tun. Lass uns mal kurz ins Büro schauen.
Und zwar hole ich mir den Christiansen von Ingolstadt oder hole ich mir den anderen? Also wenn, würde ich eher den Christiansen gerne holen, statt dem Meffert. Wenn, würde ich mir eher gerne den Christiansen holen. Wenn wir das kurz mal vergleichen. Ist da Meffert zwar besser, aber nicht viel. Und Meffert ist jetzt 2 Jahre älter. Da was die Technik angeht, ist sogar Christiansen. Ich versuch mal Christiansen, Jungs. Let's go. Wir gehen's an. Christiansen. Schauen wir mal, ob wir da einen Vorstoß wagen können. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, was das Gehalt angeht, aber irgendwann müssen wir den Schritt machen. Ach, jetzt habe ich den dann. Doch, da war er. Irgendwann müssen wir den Schritt machen. Da wird natürlich auch unsere Kader- bzw. Gehaltsstruktur ein bisschen gesprengt werden und nimmt neue Dimensionen an, das ist ganz klar. Zwischen 2,5 und 3,75 Millionen. Der hat eine Freigabesumme von 2,5. Das ist doch schon mal stark. Ich beginne trotzdem erstmal die Verhandlungen. Schauen wir einfach mal. Zur Not können wir immer noch die Option ziehen. Lassen Sie uns loslegen. Ich fange einfach mal an und biete 2 Millionen. Und dann schauen wir mal, das wäre nochmal 500.000 weniger. Was sagen die? Das ist ein faires Angebot. Damit können wir leben. Okay, die wären damit sogar instant zufrieden. Bei der Verkaufsgebühr von 8%. Mach ich nochmal ein Gegenangebot. Versuche ich nochmal auf 5 runter zu handeln. Ja, sehr schön. Okay, dann holen wir den. War das schon zu viel geboten, Jungs? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, inwieweit das in FIFA mit einberechnet ist, dadurch, dass der ja nicht mehr so lange Vertrag hatte. Aber damit bin ich absolut zufrieden trotzdem. Das heißt, dann gehen wir gleich mal rein, verhandeln mit ihm. Das wäre ein mega guter Ersatz. Da würde ich mich auf jeden Fall ziemlich freuen, wenn wir den kriegen. Ich frage aber jetzt nur, wie viel der haben will. So, er ist hier auf jeden Fall ein Schlüsselspieler, würde ich ihm fast sagen. Stammplatzgarantie, das entspricht unseren Vorstellungen. Vertragsdauer 3 Jahre. Versuche ich mal für 4 Jahre zu holen, den Kollegen. Wunderbar. So, keine Freigabesummen. Ja, aber überragend, Freunde der Nacht. So, Gehalt. 10.000. Einstiegsbonus. Oh, der will halt wahrscheinlich viel mehr, ne? Oder checkt er, dass der ein bisschen Abstriche machen muss, vielleicht? Von Ingolstadt zu Magdeburg. Ich mach jetzt einfach mal so. Und dann machen wir noch einen Bonus. Nach 10 Einsätzen. Kriegt er auch nochmal 80.000. Das ist halt wahrscheinlich viel zu wenig. Aber wir schauen mal. Wir gucken mal, was er sagt. Nee, geht sogar. Gehaltstechnisch 10,5 ist in Ordnung. Einstiegsbonus 140. Einsätze 110. Das heißt, ich würde den Einstiegsbonus nochmal ein bisschen drücken. Und dann bin ich eigentlich hiermit auch schon eher auf jeden Fall zufrieden. Schauen wir mal, ob ich den auf 100 runterdrücken kann. Ja, wollen die eh wieder nicht, ne? Schauen wir nochmal, ob ich den um 20 runterhauen kann. Wenn ich nämlich an... Nee, der bleibt beinhart, Freunde. Das ist ein Genie beim Verhandeln, der Kerle. Der Manager von ihm oder der Berater. Aber ist in Ordnung. Nehme ich mit, Christiansen, bin ich zufriedener. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass auch der... Ich weiß gar nicht, wer es war. War es Schäfer oder so? Auch noch 100.000 bekommt, wenn der seine 10 Spiele macht. Dementsprechend, glaube ich, passt das an sich. Okay, passt. Dann nehmen wir den Kollegen schon mal mit. Und dann ist jetzt halt noch die Frage, was wir mit dem Rechtsverteidiger machen. Aber gut. Dann haben wir schon mal einen von 2 Transfers soweit durch. Wir kriegen jetzt nochmal ein paar Abschlussberichte zum einen oder anderen. Die gucken wir uns nochmal schnell an. Ross McKay, der Rechtsverteidiger. Ah, nee, das war der Stürmer. Ist sehr gut, das können wir löschen. Den können wir auch löschen. Viel zu schlecht. Das ist natürlich nicht der Rede wert. Morris Schröter behalten wir erstmal im Hinterkopf. Ach, jetzt habe ich es doch gelöscht. Naja, finden wir noch. Und dann gehe ich jetzt trotzdem noch mal ein paar Tage voran. Ich denke, fast das, was dann nach dem ersten Spieltag uns drum kümmert, um den Rechtsverteidiger. Und vorerst dann mal mit der Standardaufstellung spielen. Das kriegen wir hin. So. Transferangebot für die Düker. 1,1 Millionen Bochum kommt an uns ran. Auch das werde ich ablehnen. Ich meine, wir gehen ziemlich rigoros an die Sache ran. Aber müssen wir, glaube ich, als in der ersten Saison. Die Jungs haben Bock mit uns. Da Gast zu geben, deswegen klingt, glaube ich, passt das schon. So. Gibt's hier nochmal irgendwas? Nee.
Boah, da müssen wir echt schon noch lang warten, ne? Da müssen wir echt lang warten. Ey, Jonathan Klinsmann! Warum kommen hier Keeper mit rein? Interessieren mich gerade eigentlich gar nicht aktuell noch. Müssen wir mal schauen, wie wir uns da holen. Ich bin mir noch sehr unsicher. Aber gut, Jungs. Ich würde sagen, wir gehen nochmal 2 Tage voran. Mal gucken, ob noch was passiert. Wenn nicht, dann war's das. Außer wir kriegen ja nochmal was rein, wo wir Überstunden machen müssen. Ist es so? Angebot für Ludwig Fürth. Ach, Jungs. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir verhandeln. Ludwig, Jungs. Oh, ich tu mir immer... What? 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 Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Oder? What? Ich meine, selbst wenn die so viel geboten hätten, hätten wir es eigentlich fast abgelehnt, weil das muss ein Bug sein. Als ob die, was weiß ich, 5- bis 6-fache bieten für ihn, ja. Aber war das wirklich gerade mit drin? 5,95, das muss ein Bug sein. So, wir verhandeln mit Fürth. Ich versuche da mal, kann man da eigentlich auch einen Spielertausch anfordern? Nee, andersrum geht's nicht, ne, dass ich nenne, dass wenn jemand auf mich zukommt, ich einen Spieler von Fürth haben will. Wir schlagen nochmal eine neue Transfersumme vor von 1,2 Millionen, 1,25 sogar. Nee, wir machen 1,3. 1,3 Millionen. Schauen wir mal, was die Förder sagen. 950. Wir sind nicht bereit, mehr zu zahlen. Ha, das Problem ist, wenn wir wüssten, dass noch andere auf uns zukommen, dann wissen wir, dass wir da durchaus mehr Geld noch für kriegen. Weil Fürth ist halt jetzt nicht so die finanzstärkste Truppe, ne? Letztes Angebot. Ich mache jetzt nochmal, das auch mein allerletztes. Und zwar 1,1. Damit wäre ich auch noch zufrieden. Schauen wir mal. Nee. Ja, wenn ihr mir nicht entgegenkommt, ihr Fürther, dann ist natürlich klar, dass das nichts wird. Schauen wir mal, ob da noch was draus wird, Jungs. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr draus rausschlagen. Wir werden sehen. Ich bin erstmal raus soweit. Wenn es euch an der Stelle gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt gerne die Livestreams, wenn ihr Bock habt. Link dazu in der Videobeschreibung. Und damit mache ich mich erstmal vom Acker. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Dienstag. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part mit Magdeburg, wenn es in die erste Partie Liga 2 reingeht gegen Kiel. Ich freue mich. Ich bin raus, habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.